So, da bin ich wieder. Gut, dann gehen wir mal eben kurz zurück hier in das Dörfchen hier. Mal gucken, was dann da passiert. Da komme ich gar nicht hin. Warum das denn nicht? Ach, muss ich von hier aus, ne? Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Bleibe stehen und beobachte die Szene weiter. Geh zu den Menschen und sprich mit ihnen. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu... Danke, erschöpft. Cleo. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Gut, warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Ihr kommt aus Poristan? Porista? Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Machen wir erstmal, warum wegen das Schwarzjoch Unbehagen. Bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass, durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Ha, nie davon gehört. Klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Gut, dann fragen wir mal, ihr kommt aus Porista? Ihr kommt aus Porista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach, nichts weiter. Nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Gut. Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Zeigt ein Nachtlager aufzuschlagen. Gut, schauen wir mal das. Was haben sie denn im Angebot? Wie viel Gold habe ich denn aktuell überhaupt? Wo sehe ich denn das gerade? 62 Gold habe ich nur, oder was? Nee, Quatsch, das sind die Hände. Also das ist meins. Achso, kann ich mit denen tauschen oder was? Was hat er denn überhaupt hier? Kleine Stärke-Elixier. Der Held macht für einige Zeit ein bisschen mehr Schaden. Rüstungstrank. Der Held erhöht. Papa Tali, ich will dich ja gerade nicht stören, aber du solltest mal bitte auf den Chat achten. Da wird gerade deine Aufmerksamkeit verlangt. Das in der Mitte ist mein Gold. Ach so, ich habe also 1349 Gold. Das Proviant kostet 2 Gold. 100 Gold, 100 Gold, okay. Gut, nehmen wir mal alles, ne? So.
Ich kaufe dir mal komplett leer hier. Schaden kannst du ja nicht. So. So. Warte mal, ich kann auch verkaufen, oder? Talisman des Schutzes. Ich glaube, die Talismänner behalten wir erstmal. Ne? Gut, verkaufen wir mal das. Oder kann man hier auch craften? Ich weiß das gar nicht. Ich verkaufe das erstmal. Wir brauchen ja auch ein bisschen Platz irgendwie, glaube ich. Gut. Dann hauen wir mal Nachtlager auf. Als wir später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. So, wir gehen direkt hier zum Dings. Da müssen wir nämlich hin. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Oh, ist aber nebelig hier. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Ob ich hier viel sehen kann in den ganzen Nebel, ist eine andere Frage. Hier gibt es gar nichts, ne? Betrachte die Felswand. Auch keine Spur von Goren. Wenn er hier ist, dann muss es sowas wie eine Höhle irgendwo im Berg geben. Ah, okay. Eine Höhle müssen wir suchen. Wenn das ja nicht so nebelig wäre hier. Betrachtet den Riss. Komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Okay. Betrachtet den Baum. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Ach, wie interessant. Fällt in den Baum, um hochzuklettern? Na also. Okay. Betrachte die Steinwand. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Okay. Versuche die Felswand zu erklimmen. Hier sollte ich hochkommen. Ja, Zwerg kann er schon. Zwerg kann alles. Oh, puh, das war knapp. Oder auch nicht. Gut. Versuchen wir es nochmal. Hoffentlich lohnt sich das alles. Oh, wird's düster hier.
Betrachte die, was? Die Felswand. Wo rennt denn der hin? Definitiv eine Felswand. Ist nicht wahr. Ernsthaft? Gut. Was ist das denn hier? Hier ist ein... Nein, doch nicht. Okay. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln hier, du. Betrachte die Felswand, ja, betrachten wir die mal. Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Okay. Lies die Runen. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Mhm. Hm? Haben wir jetzt einen Geheimgang geöffnet? Scheinbar ja. Hallo? Ach. Ist ja auch so dunkel hier drin. Haben wir keine Taschenlampe?